immer 5 Minuten besser kochen mit Radio Zürichsee und Maison Truff. Roman, was machen wir heute feins? Heute machen wir ein feines Passionsfruchtrisotto und dazu machen wir noch ein bisschen Jakobsmuscheln. Wunderbar. Ich gehe ein Wein holen, ich Keller, wie üblich. Ja, du kannst los. Ich mache. 5 Minuten, du läuft. Gut. Auf die Pfannen. Fertig. Los. So, also als allererstes haben wir Zwiebeln. Die schneiden wir so fein, schneiden, wie ihr könnt. Wichtig ist ein scharfes Messer. Wir haben hier ein super Messer von Miabi. Die schneiden super. Da könnt ihr die nächsten 100 Jahre schneiden damit. So. Dann könnt ihr nebenbei, das habe ich jetzt da schon gemacht, Gemüsebouillon aufstellen. Die braucht ihr nachher für das Risotto. So. Haben wir das. Schälen wir für den Abfall. So. Dann der Herz, Pfändli. Etwa auf halbe Stufe. Ein bisschen Olivenöl drin. Schluck, so, es langt schon. Dann die Zwiebeln. Einfach drin. So, da lang. So, jetzt tun wir die schnell anglasieren. Dann geben wir den Risotto zu, den Risotto-Reis. Einfach zu, so. Und jetzt ist wichtig, jetzt tun wir das schnell ein paar Sekunden, also bis der Risotto eigentlich lauwarm ist. Also wenn ihr drauf langt, dann muss er auf lauwarm sein, dann ist gut. Dann haben wir hier einen super Weisswein, den können wir auf den vom Vorabend. Nehmen wir den nachher, geben da einen Schluck dazu. So. Und jetzt machen wir das Passionsfruchtrisotto. Da haben wir hier frische Passionsfrüchte. Kommen wir in jedem Laden eigentlich über. Nehmen nur den Saft, also die Frucht, rein durch. So, das ist Abfall. Das gleiche noch einmal. Wir machen es jetzt mit 2 Stück, das sind selbstverständlich frei, könnt mehr oder weniger. So. In dieser Zeit ist uns der Weisswein eigentlich schon gut einreduziert. So. Und jetzt einfach immer vorzu mit dem Bouillon auffüllen. Und jetzt ist es wichtig, abstellen, also nicht kochen wie die Wäsche. So ein guter Risotto braucht ein bisschen Zeit. Also jetzt könnt ihr theoretisch schnell weggehen. Ja. Maison Truff verkauft ja ganz lässige Sachen. Ja. Spannende Kochutensilien. Ich nehme an, das ist ein Löffel, wenn der Roger Federer würde Risotto kochen würde. Ja, genau. Oder ist es zum Rückenkratzen? Im Normalfall ist es in der grossen Gastronomie, du tust ein Risotto aus dem Spital, tust ein Risotto rühren oder tust Suppen herumrühren oder so Sachen. Okay. Aber du kannst da alles machen. Oder einen Koch mit. Oder einen Koch, ja, das haben wir jetzt nicht gesagt. Oder eine Frau schlecht kochen hat, oder? Ja, genau. Oder wenn du in 5 Minuten nicht fertig wirst. Ja, oder so, genau. Aber ich kann den Wein holen. Ist gut, weiter. Ich mache da weiter. So, der Risotto hat jetzt bei uns etwa 10 Minuten vorher gekocht. Wir machen noch Jakobsmuscheln dazu. Die machen wir jetzt in der Zwischenzeit, weil der Risotto ist gleich nachher. Das heisst, einfach die Pfanne aufstellen. Ein bisschen Öl dazu. Dann haben wir hier wunderbare Jakobsmuscheln. Dann tun wir die schnell scheuch Salz, aber wirklich nur dezent, weil wir möchten den Geschmack haben eigentlich von den Muscheln. So, jetzt geben wir da schnell Gas. So. Risotto haben wir hier einen, der köchelt von sich ein. Der ist jetzt gerade nachher. So. Die haben wirklich nicht lang. Die tun wir von sich an braten lassen. Dann haben wir hier noch der Weiss, wie wir vorne gehabt haben, geben wir einen kleinen Schluck dazu, den sie mit ablöschen. So. Dann lassen wir das einfach schnell so, das kann jetzt nachziehen. Dann machen wir jetzt unser Risotto fertig, der ist jetzt gut. Und dazu kommt natürlich Butter. Da könnt ihr richtig reinhauen. So. Das ist nämlich Geschmacksträger. Jetzt vom Herd nicht die ganze Geschichte. Parmesan dazu. So. Könnt ihr auch grosszügig sein. Dann die ganze Geschichte rühren. Und Risotto, ein guter Risotto, sollte schlotzig sein. Das heisst, wenn ich es jetzt rausziehe, da hört man es. Es schlotzt. Das ist richtig gut. So. Dann sind wir eigentlich so weit nachher. Wir haben unsere Jakobsmuscheln, wir haben unser Risotto.
Man muss jetzt natürlich beachten, wir haben jetzt da nicht eine Viertelstunde gearbeitet, sondern die Arbeitszeit war wirklich nur etwa 5 Minuten gewesen. Der Rest ist halt ein bisschen vor sich hinköcheln lassen und eigentlich nichts machen, beziehungsweise um Kind kümmern oder sonst etwas. Wir können dann eigentlich anrichten. So. 2 Löffel. Nehmen wir unsere super Jakobsmuscheln. So, da noch. So. Haben wir da noch etwas Grünes. So. Hey, voilà, das wär's da. Ich wünsche euch einen guten. Wusche! Essen! Boah, sieht fein aus. Super, oder? Wirklich sensationell. Aber knapp gesehen der Zeit. Ja, aber es ist noch drin. In 5 Minuten so ein Menü, das kann nur ein Zauberer machen.